Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Camp Monkey. In dem heutigen Video geht es um unsere Zubehör- und Gadget-Teile, die wir in den letzten 2 Jahren in unserer Adria Mobil eingebaut haben. Seid gespannt, es werden rund 20 Zubehörteile. Schaut es euch an, ich zeige euch, was uns am besten gefällt. Bleibt dran, weiter geht's nach dem Intro. Teil 1. Bessere Sicht bei Nacht und man wird besser gesehen bei Tag. Unsere absoluten Highlights kommen jetzt. Nummer 1 sind die Osram Nightbreaker, die wir verbaut haben. Die seht ihr hier. Es ist zwar hell, aber man kann sehen, dass das Licht hell ist. Und nachts und in Tunneln ist es ein Wahnsinn, das zu sehen und zu erleben, wie das Licht besser wird. Wir haben keine Teelichter mehr vorne drin, sondern mit den Osram Nightbreakern habt ihr beste Sicht bei Nacht, Nebel und allen Aktionen, die ihr habt. Weiter geht's. Gadget Nummer 2. Das ist rein optischen Gründen geschuldet. Wir haben den Citroën Grill. Wir fahren ja ein Adria 670 SL auf Citroën Chassis. Wir haben hier diesen Kühlergrill mit dem vielen Chrom und dem Citroën Logo ersetzt durch ein Fiat Kühlergrill. Ganz wichtig dabei, wie wir es montiert haben, haben wir gleichzeitig hier hinter, seht ihr das, ein Race-Gitter verbaut. Dieses Race-Gitter schützt vor Steinschlag, der euch eventuell den Kühler zerstört oder auch den Klimakühler, der unten drunter sitzt. Haben wir ein Video zu gemacht, könnt ihr alles in diesem Video auch sehen. Ich verlinke das alles unten in der Videobeschreibung. Zu der Videobeschreibung möchte ich nur kurz sagen, dass wenn ihr das auf dem TV guckt, es nicht sehen könnt. Schaut es euch auf dem Tablet oder auf einem Handy an, dann habt ihr Zugriff auf die Videobeschreibung und könnt euch alle Links, die hier in diesem Video jetzt vorgestellt werden, runterziehen und euch auch, wenn ihr das möchtet, kaufen. Weiter geht's. Kann ich loslegen? Ja. Okay. Drittes Highlight bei uns. Verbessert den Fahrkomfort, die Sicherheit, ja, und das ganze Fahrerlebnis überhaupt. Wir haben aufgerüstet auf Wobet CW3 Felgen, 18 Zoll, mit dem Reifen AT Loader. Raute 1 nennt er sich, ist ein relativ grobstolliger Name oder ein grobstolliger Reifen, der mit einer Schneeflocke ausgerüstet ist. Von daher spart man sich letztendlich hier unter anderem die Umrüstung auf Winterreifen. Wir haben es umgebaut. Ist vom Fahrgefühl her wahnsinnig gut. Wir fahren nur mit 3,2 Bar, 3,5 Bar hinten, vorne mit 3,2 Bar. Ein absolutes Erlebnis, ein Must-Have bei einem Wohnmobil, wie jetzt hier bei unserem Adria 670 SL. Weiterhin haben wir umgerüstet, dazu oder schon vorher, eine Luftfederung. Dazu spielen wir euch ein Bild ein und wie das an der Achse funktioniert, in Kombination mit den 18 Zoll Felgen und den Reifen. Zucker! Absoluter Wahnsinn, macht Spaß. Ja, wie ihr gesehen habt, das handelt sich hier um eine Zweikreis-Luftfederung. Dazu gibt es ein spezielles Video, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Ihr könnt hier den Luftdruck entsprechend einstellen. Gerade wichtig, wenn man auf eine Fähre fährt, wo das Heck doch sehr lang ist bei einem Adria oder aber auch bei anderen Wohnmobilen mit einer Länge von 7,50 Meter. Hier habt ihr die Möglichkeit, es ungefähr 6 bis 7 cm hochzufahren und ihr kommt sicher auf die Fähren. Wunderbare Sache, ich möchte nie wieder ohne Luftfederung fahren. So, wie ihr seht, sind wir noch im Außenbereich des Ganzen. Ihr kennt es, so ein Wohnmobil waschen kann man in der Waschanlage. Gibt es auch ein Video dazu in der Videobeschreibung. Aber man kann es auch vor Ort machen oder vor der Tür, wenn man das richtige Waschmittel hat, wenn was tensilfrei ist. Und dazu haben wir uns eine ganz spezielle Waschbürste gekauft. Ich zeige das mal im Groben und Ganzen hier. Es ist ein Wasserschlauch verbaut in der Waschbürste, der über einen Messinghahn dosiert werden kann. Es kann euer Waschmittel in diese Befüllung und es wird automatisch mit beim Waschen eingegeben. Und der Clou an der ganzen Sache ist,
Ich habe immer Probleme gehabt, an den Buckel zu kommen vom Wohnmobil. Hiermit ist das möglich. Diese Stange lässt sich auf 4 Meter und 40 ausfahren über diese Verstellungen, die hier angebracht sind. 1, 2, 3, 4. Das kommt auf ungefähr 4,40 Meter raus. Die Bedüsung ist ganz super, damit keine trockenen Stellen entstehen. Wird Wasser in die Bürste gepumpt und Waschmittel. Und ihr habt hier ein Bombenwaschergebnis. Ich muss dazu sagen, habe nicht das Original für ein Schweinegeld gekauft. Alles, was hier vorgestellt wird, ist bezahlbar. Das Ding hat wenig Geld gekostet. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Und damit ist ein Buckel, egal ob beim Alkofen, Wohnmobil oder bei unserem Teilintegrierten, easy machbar. Unser Dreiecksbesen. Unser Dreiecksbesen ist auch unverzichtbar auf Reisen. Wir stehen manchmal in Frankreich unter Pinienbäume, die so diese Nadeln verlieren. Wenn die Markise ausgefahren ist, sammeln die sich natürlich genauso wie abfallendes Laub und alles Mögliche oben auf dieser Markise. Ja, danach kann man sie eigentlich nicht mehr ordentlich einfahren. Jetzt kann man natürlich mit einem normalen Handbesen hingehen, nur der hat in der Regel eine Länge von 1,60 Meter. Damit kommt man nicht auf diese Markise und in die ganzen schönen Rillen. Dazu haben wir uns einen Dreiecksbesen gekauft. Dieser Dreiecksbesen ist genauso wie die Waschstange verstellbar und lässt sich auf fast 3,50 Meter ausfahren. Und damit kommt ihr easy, easy an eure Markise und in alle Rillen. Ja, also ein absolutes Must-Have. Wir waren auf dem Adria-Treffen. Ich war der Einzige, der dieses Gadget hatte. Und ich kann euch sagen, die anderen haben sich sehr darüber gefreut, dass ich das hatte. Weil wir hatten ein bisschen Regen und Laub und Blätter auf den Markisen. Sehr gutes Teil, macht Spaß, muss man haben. Kostet auch fast nichts. Wir verlinken es in der Videobeschreibung. Multi-Anker. Multi-Anker, das ultimative Gadget für uns, wenn ihr auf Stellplätzen steht, die jetzt Beton oder Steine unter sich haben oder irgendwo in Kroatien steht und die Markise nicht mit irgendwelchen Dübeln oder Spezialwerkzeugen in den Boden kriegt. Das zeige ich euch ganz kurz, wie es funktioniert. Und das ist eine ganz einfache Geschichte. So sieht es innen drin aus. Hier werden die Standfüße für die Markise eingehakt, dann geht man hin an der passenden Stelle. Bombenfest. So, die Markise wird hier mit den Standfüßen eingehakt, verriegelt, indem man es nach unten schiebt, fest. Ja, ihr habt also keine Probleme mehr. Oder auch ein wichtiges Gadget, wir haben ja einen Hund, wenn der angekettet ist, so nenne ich das jetzt mal, an der Leine ist, und irgendwann mal losrast, weil einer kommt, den er nicht mag, haut er euch auch nicht die ganzen Standfüße krumm. Ganz wichtige Geschichte. Also für Untergründe, die knüppelhart sind, wo ihr mit Schrauben oder was auch immer nicht in den Boden kommt, Multi-Anker. Die ultimative Wasserkanne. Jeder benötigt eine Wasserkanne im Wohnmobil. Wir haben ja uns von den Niederländern anstecken lassen. Wir haben diese Wasserkanne vom großen O und sie ist perfekt. Bei den anderen Wasserkannen hatten wir immer das Problem, dass das Wasser rausgeschwappt ist durch den dicken Kopf, den die anderen Wasserkannen haben, diese Gießkannen. Hier haben wir ein Special Masut von der Firma Obelink, hat irgendwie knapp 10 Euro gekostet. Er hat einen Deckel im oberen Bereich, hat einen Deckel vorne am Ausguss. Und ihr könnt euch da selbst Wasser hinten in die Heckgarage stellen, alles verschließen und es bleibt drin. Es ist ein Sieb dabei, dass ihr keinen Dreck mit einfüllt, also keinen groben Dreck in dem Falle. Ja. Und diese Kanne haben wir seit dem ersten Tag dabei. Wir lieben sie, weil nichts mehr rausschwappt. Wir optimal Wasser auffüllen müssen, wenn wir mit der Kanne auffüllen müssen. Und für 10 Euro muss man haben. Hier in der Garage steht er schon, unser neuestes Gadget. Wir haben uns einen leichten Roller gekauft, ein Honda Vision mit 98 Kilo. Dazu wird es zukünftig oder bald ein Video geben. Der wiegt, wie gesagt, nur 98 Kilo und passt perfekt in unsere Heckgarage. Unser MSX ist ausgetauscht worden gegen diesen Honda Roller. Dazu aber in einem anderen Video mehr Informationen.
So, wir sind immer noch bei den, oder jetzt innen drin im Wohnmobil, weiterhin bei unseren Technik-Gadgets oder Zubehörteilen, die wir haben nachrüsten lassen. Wir haben nach einem schlechten Ergebnis die AGM-Batterien rausgebaut oder rausbauen lassen und haben diese AGM-Batterien ersetzt durch eine LiFePO 4, eine Lithium-Batterie mit 200 Amperestunden. Gehört mit zu den absoluten Highlights hier im Wohnmobil. Wir stehen in der Tat sehr lange autark. Wir fahren in der Regel zwischen April und Oktober. Wir haben keinen Strommangel. Die Sonne knallt auf die Solarpaneelen, die oben drauf sind. Es sind oben zweimal 100 Watt verbaut. Diese 200 Watt reichen im Sommer locker aus. Und Stromprobleme haben wir nicht. Auch ein Must-Have für diejenigen, die schon mal etwas länger nicht auf einem Campingplatz stehen, sondern auf einem Stellplatz, der ursprünglicher ist und vielleicht keinen Strom hat oder der Strom sehr teuer ist. Das ist ja mittlerweile auch ein Thema. So, und da kann man sich für 3 Wochen Campingplatz mal schön 100 bis 120 Euro sparen. Ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil das Ding kostet natürlich Geld. Aber es rechnet sich irgendwann. Ja? 5 Jahre Garantie, Foster, Lithium 200 Amperestunden. Dazu gibt es ein Video, das verlinke ich euch natürlich auch hier in diesem Video. Ach ja, mittlerweile hat Forster 500 Amperestunden Batterien, auch ein Thema. Also schaut euch das Video an. Es geht weiter. Gadget, Telefonhalterung, also Handyhalterung. Wir haben hier eine Belkin Handyhalterung mit einem Teleskoparm. Das ist nach 2 Fehlkäufen wohl die beste Alternative, die wir gefunden haben. Haben wir auch beim großen A gekauft, gab es im Warehouse-Deal echt günstig und sie hält wunderbar. Man kann sich alles einstellen, hält Bombe auf dem Armaturenbrett und lässt sich wirklich leicht, oder das Telefon lässt sich wirklich leicht einspannen und es hält, egal in welcher Situation. Belkin Handyhalterung. Wir waren ja gerade noch bei der Batterie und bei dem Handyhalter. Hier geht es nochmal um Autarkie, in dem Sinne, dass die Autarkie natürlich irgendwann nach 2-3 Tagen, weil die Toilette voll ist, ein Ende hat. Das heißt, da müsste man zur Entsorgung irgendwo hinfahren. Wir haben die Autarkie etwas verlängert, indem wir eine zweite Tedford Kassettentoilette gekauft haben. Die haben wir bislang noch nicht benutzt. Sie ist aber da für den Fall, dass es mal benötigt wird. Und daraufhin haben wir die Autarkie von 3 Tage auf 6 Tage erweitert. Jederzeit möglich, meines Erachtens nach oder unseres Erachtens nach, sollte man das dabei haben, um längere Zeit an Orten zu stehen, die wirklich schön sind und kein Campingplatz sind. Eine Ersatz-Toilettenkassette. So, der verbaute Fernseher, der sowieso was für den Arsch ist von der Firma Alden, da kommen wir aber gleich noch zu, den haben wir aufgerüstet mit einer sehr einfachen Soundbar. Und diese Soundbar verbessert den Ton des Fernsehers um Längen, um im Grunde das 10-fache. Ohne diese Soundbar möchten wir keinen Fernseher mehr schauen, hier in diesem Wohnmobil. Hat auch ganz wenig Geld gekostet. Die gibt es original von der Firma Alden und dann gibt es genau das gleiche Ding. Sieht auch genauso aus, steht nur nicht Alden drauf. Für 29 oder 39 Euro beim großen A. Klein, kompakt, läuft über 12 Volt. Ganz geiles Gerät. Ja, hier scheiden sich die Geister. Für uns beides unverzichtbar. Einmal ein Omnia, den jeder auch fast kennt. Für uns unverzichtbar zum Brötchen aufbacken, wenn wir in irgendeiner Form und Weise keinen Strom haben. Wir haben ihn noch nicht oft benutzt, aber wenn wir ihn benutzt haben und mussten, vor allen Dingen in AGM-Zeiten mit den Batterien, war das häufiger so. Ein Omnia. Ein Omnia kann man alles drin backen, kochen, was ihr auch immer wollt, über eure Gasflamme im oder am Herd. So, wir sind Spezialisten in Sachen Heißluftfritteuse geworden. Wir haben eine ganz kleine Heißluftfritteuse mit 2,5 Litern und damit machen wir extrem viel. Hühnchen, Hühnchenbollen, Hühnchenschenkel, Brötchen aufbacken. Wir können dann Kuchen backen, wir können damit alles machen, wenn wir 230 Volt haben. Wir möchten diese Heißluftfritteuse in gar keinem Fall mehr vermissen. Ich auch nicht. Unbedingt, absolut unbedingt. Wir verlinken euch alles in der Videobeschreibung, wer da Bock drauf hat. Vor allen Dingen, wer Bock auf eine kleine hat. Weil die großen Dinger passen hier nicht ins Wohnmobil und dieses Ding passt perfekt in den Schrank über den Kühlschrank. Bei uns im Adria. Camperboard, wer kennt es nicht? Wir haben es auch verbaut, ziemlich frisch verbaut, vor einigen Monaten. Und wir waren uns schon ziemlich sicher, dass wir es nicht mehr missen möchten. Mit diesem Camperboard könnt ihr eure Kaffeemaschinen Zusatzablagefläche schaffen. Unseres Erachtens nach ist dieses Board, dieses Ablageboard der Firma Camperboard ein unverzichtbares Gadget in eurem Wohnmobil. Top verarbeitet, Weltklasse. Wie gesagt, hier, das sind ja Magnete, die wir zur Befestigung der Kaffeemaschine benötigen. Die ist jetzt drin.
Das ist jetzt nicht so mein Gadget. Ich trinke kaum Kaffee, ich bin mehr Teetrinker. Von daher wird das auch nicht weiter erwähnt hier in dem Falle. Aber auf jeden Fall, Camperboard, sehr, sehr geil. Ja, wir haben jetzt ein 19er Adria Coral 670 SL. Wir hatten immer das Problem, dass wir die Türen in der geschlossenen Funktion beim Fahren ja halten mussten. Und das war das Problem. Ich zeige euch das mal gerade, dass das Ganze in dem Rahmen beim Fahren klappert. Da wir den Max-Fan, da kommen wir gleich zu, eingebaut haben, mussten wir ja irgendwo den Luftzug hier freien Lauf lassen. Von daher haben wir uns aus Handyhalterungen, die wir gekauft haben, zwei super Magnethalter gebaut, sodass die Türen stetig offen bleiben und bei der Fahrt nicht mehr rappeln. Rechte Tür, linke Tür. Ja, da seht ihr, das ist ein anderer wie auf der rechten Tür. So, das ist, es rappelt nicht mehr. Zu. Und bleibt zu. Erste Sahne-Gadget, Handyhalterung. Eins der wichtigen Gadgets in unserem Wohnmobil, der Max-Fan. Dazu gibt es ein sehr aufwendig gedrehtes Video. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Es ist sehr gut dargestellt, wie dieses Gerät funktioniert. Es zieht die Luft, die warme Luft aus dem Wohnmobil raus. Hat 10 Funktionen der Ventilatoreinstellungen, wie stark es laufen sollte. Ist sehr, sehr leise. In der Nacht hört man es nicht bis Stufe 3. Dann wird es ein bisschen rauschiger, das Ganze. Und es zieht die Luft entweder rein oder raus. Gerade für Duschen, wenn es mal ein bisschen kühler ist draußen, wenn es feucht ist. Die Feuchtigkeit zieht Bombe aus dem Wohnmobil raus. Im Sommer ist es so, dass hier ein stetiger Wind durch das Wohnmobil geht. Wir können den Hund mal für 1-2 Stunden bei moderaten Temperaturen auch im Wohnmobil lassen, um mal einkaufen zu gehen, um was gemeinsam zu erleben, wo der Hund vielleicht nicht mit kann. Ein Gadget, das man haben muss. Und vor allen Dingen ganz wichtig, es läuft mit 12 Volt. Eine Klimaanlage ist natürlich, da müssen wir nicht drüber sprechen, vielleicht besser, wenn man ausreichend Strom zur Verfügung hat. Wir haben uns für den Max-Fan entschieden, weil er uns in allen Situationen bislang beste Dienste erwiesen hat. Ein Must-Have. WLAN, LTE 4G Plus Router von der Firma Huawei. Auch Huawei genannt. Ein Billig-Gadget, wir haben es ausprobiert und er funktioniert perfekt. Jetzt hier bei uns in diesem Falle. Und zwar handelt es sich hier um einen, wie schon erwähnt, LTE 4G Plus Router der Firma Huawei Cat 7 mit 4 Antennen. Und wir haben ihn auch mit einer, ein Riesentest war das, mit einer wirklich Billo-Karte ausgerüstet von der Firma O2, wo jeder sagt, da hast du keinen Empfang mit. Das Ding knallt mit über 200 Megabit hier durch den Fernseher. Das Ding hat keine 80 Euro gekostet, statt 199 beim großen A. Ich verlinke euch das. Er hat keine Batterien, er läuft nur mit 230 Volt. Das ist für uns aber auch in Ordnung. Deswegen habe ich mich auch grundsätzlich dafür entschieden, weil wir hier in dem Falle, wenn wir unterwegs sind und auf Stellplätzen stehen, eigentlich auch wenig Fernsehen gucken. Wenn wir mal längere Zeit auf einem Campingplatz stehen, vermisse ich schon YouTube. Wir haben es zwar auf dem Tablet oder auf dem Fernseher vorne, können wir es auch empfangen, aber vielleicht ist mal schlechtes Wetter und man liegt hinten in den Betten und möchte auch mal ein bisschen YouTube, Netflix, Amazon etc. gucken. Dann ist man hiermit bestens aufgestellt. Wie gesagt, hat keine 80 Euro gekostet, Warehouse-Deal, Bombensache, Top-Empfang und wir surfen hier mit über 200 Megabit. Cat 7 funktioniert, erste Sahne. Wie es dann im Ausland funktionieren wird, darüber berichten wir noch, aber für Deutschland astrein. Gerade hier bei uns, wir sind ja großer Rheinland-Fan, hier am Niederrhein, O2, bester Empfang, ganz klasse Sache. Also funktioniert, ist jetzt erstmal eine Lösung für uns. Wie es dann weitergeht mit dem WLAN, da berichten wir drüber. Ach ja, sicherheitshalber hatte ich mir zwei Zusatzantennen dazu gekauft. Also 4 Stück hat dieses Gerät. Ich zeige es euch mal so. Dieses Gerät, mehr ist es nicht, 4 Antennen integriert. Und man kann dann hier hinten auch noch diese beiden Antennen oder auch Außenantennen anbringen. Diese beiden Antennen sollen zusätzlich 10 Megabit bringen.
War aber hier nicht nötig, weil wir vollen Empfang haben. Vielleicht wird es irgendwann wichtig, wenn wir irgendwo in der Pampa in Frankreich stehen, dass wir genau diese 10 Megabit noch rausholen, um Empfang zu haben. Das werden wir sehen. 9 Euro. Leute, wir werden sehen, ob es funktioniert. Auf jeden Fall hat der Billo-Router bislang erste Sahne funktioniert. Ist auch von den ganzen Bewertungen sehr, sehr gut bewertet. Ich habe mich dafür entschieden. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Eine absolute Empfehlung, der Router von der Firma Huawei. Wir kommen zum Fernseher und der Halterung. Nach langer Recherche habe ich mich hier auch wieder für eine Billo-Lösung entschieden. Und zwar waren mir die ganzen Halterungen war nicht meins und war sauteuer, was im Internet bei den Camping-Spezialisten angeboten worden ist. Von den Fernsehern bin ich, die auch vorne verbaut sind, von dem alten Fernseher extrem enttäuscht. Bildschlecht, gerade bei dunklen Aufnahmen oder bei Nachtaufnahmen, wenn man Tatort guckt, katastrophal. Ton sowieso. Also habe ich mir gedacht, testen wir mal wieder was. Ich habe mich für einen 200-Euro-Fernseher oder nicht mal 200-Euro-Fernseher von Telefunken entschieden. Ist auch ein 12-Volt-Fernseher, HD-Fernseher, 24 Zoll. Und eine Halterung, die es ebenfalls beim großen A gab, für 19 Euro, 24 Euro, die ja auch einen Teleskoparm hat, so was, dass man das ordentlich rausfahren kann und eine Verriegelung, so dass es bei der Fahrt nicht schlackert, rappelt oder sonst was macht. Das Bild ist 1000-mal besser. Schaut es euch an. Da läuft gerade natürlich der Max-Fan-Video. Ja, wie das Ding funktioniert. Ja, das seht ihr alles bei uns auf dem YouTube-Kanal. Und das läuft natürlich jetzt alles über den Router, über LTE. Und der Halter ist eine ganz einfache Geschichte. Wird hier vorne entriegelt und ihr könnt den Fernseher ja, verdrehen, rausziehen, noch näher an die Nase ziehen. Ein super Gadget. Also das Ganze hat keine 230 Euro gekostet, wie es hier ist. Das Bild ist gegenüber dem Fernseher vorne 3 Klassen besser. Kannst du nur empfehlen, hat auch sehr gute Rezensionen beim großen A. Wer sich also günstig einen Fernseher nachrüsten will, Telefunken, ich verlinke das unten, genauso wie die Halterung, die wir hier verbaut haben. Gibt es nichts dran zu meckern, überhaupt nichts und macht richtig Spaß. Zu dem Camperboard, ein super Gadget, was dann auch eigentlich nicht fehlen kann, um die Arbeitsfläche in der Küche, egal bei welchem Wohnmobil, zu erweitern. Die Spülenabdeckung. Mit der Spülenabdeckung habt ihr die Möglichkeit, natürlich Töpfe, Pfannen etc. alles abzustellen, beim oder nach dem Kochen leicht abzunehmen. Bei den neueren kann man sie umdrehen, dann auch darauf schneiden. Es ist ein Schneidbrett. Das hat unsere noch nicht, aber unseres Erachtens nach benötigt man eine Spülenabdeckung. Und zwar gibt es das auch alles bei Camperboard. Schaut mal auf die Homepage bzw. in den Online-Shop und da könnt ihr es bestellen. Ist auch nicht wahnsinnig teuer. Super geile Sache. Klappert nicht. Ich weiß nicht, wie die neuen sind. Wir haben hier unten so ein paar Türdichtung drunter gemacht, damit es nicht rappelt und klappert. Das Ganze bei der Fahrt. Ein Gadget, was man haben muss. So, erst einmal bedanke ich mich fürs Zuschauen, für alle, die noch dran geblieben sind. Ich hoffe, ihr seid alle dran geblieben. Für einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen und die Tina auch. Bitte abonniert unseren Kanal. Diese ganzen Videos zu erstellen ist relativ aufwendig und euch dementsprechend die Tipps zu geben, die uns sehr geholfen haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Camp Monkey Olli.